Seid dabei bei der zweiten Auflage des Dirndl-Clapping am 18. März auf Schloss Leiben. Tickets gibt's unter www.öticket.com. Am 27. Jänner erwartet euch House vs. Rock im Cocktails in Ips. Happy Hour von 21 bis 22 Uhr. Du hast keine Lust auf TTIP und Co.? Du kannst es verhindern. Was steht auf dem Spiel? Welche Interessen stehen hinter dem geplanten Abkommen? Hormonfleisch, Klonrinder, Chlorhühnchen und Gentechnik haben sich in den USA durchgesetzt. In der EU ist all dies noch verboten. Doch die übergreifenden Interessen der Konzerne sind klar. So erklärte zum Beispiel der Verband der US-amerikanischen Schweinezüchter, er akzeptiere kein Ergebnis, bei dem ein verbreitetes Hormonpräparat noch verboten sei. Gasgewinnung durch Fracking wurde in den USA massiv ausgeweitet. Unter hohem Druck wird eine Mischung von Chemikalien und Wasser ins Erdreich gepresst. Trinkwasser und Boden werden hierbei verseucht. Das TTIP verspricht billige Gasexporte. Doch zu welchem Preis? Und wer kommt für die Schäden auf? Umweltverbände weltweit lehnen das Fracking ab. Besonders gefährlich für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen, zu Lasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich, denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Problematisch ist, dass diese Klagen nicht vor normalen Gerichten verhandelt werden. Ein sogenanntes Schiedsgericht aus drei Anwälten soll eingesetzt werden, dessen Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind. Noch können wir handeln. Helfen Sie mit, TTIP zu verhindern. Informier dich unter www.volksbegehren.jetzt und gib deine Meinung bis spätestens Montag, den 30. Jänner ab. Jede Stimme zählt.